She came out for 2 weeks on the road with us. This is my mom, Anne. It's not dinner time yet, so we can't eat yet. I'm gonna have a bowl of cereal. So, since I love breakfast, so we're gonna have a bowl of cereal. Peanut butter. This is before we go on show. We have to have our lunch. So we have American tradition. I want your loving, baby, and I want it right now. Who's up in here? Say hello, everybody, to Viva. Trey D. Hey! What are you doing, man? You getting ready for the show? Man, I'm eating some M&M's, dog. Trey D is my best friend since we were like little bitty fellas. Die Backstreet Boys sind eine große Familie auf Tour. Teilweise reisen ihre Eltern und Geschwister mit. Kurz vor jedem Auftritt wird zusammen gegessen und dann gebetet. Der Countdown läuft, der Vorhang fällt. Bei ihren Konzerten legen die Backstreet Boys anders als ihre Boyband-Kollegen auf eines großen Wert: Live-Qualität. Nur noch selten geben sie die sonst üblichen Playback-Shows. Manchmal greifen sie sogar selbst zum Instrument. Nick plays drums. Nick spielt Schlagzeug, ich die Keyboards und Howie lernt gerade Gitarre. Es hilft sehr, wenn du ein Instrument spielst. Es ist gut für Songwriting. Aber hauptsächlich singen und tanzen wir auf der Bühne. Es ist cool, hin und wieder in der Show zum Instrument zu greifen. Das macht Spaß und man kann so sein musikalisches Talent zeigen. Auch ihre Tanzeinlagen müssen gekonnt sein. Für die Choreografie ihrer Show verpflichtete man Fatima Robinson, ein Profi, der schon mit Michael Jackson und Mariah Carey gearbeitet hat. Es ist hart für uns und es war auch hart für Fatima, unsere Show einzustudieren, denn wir singen die ganze Zeit live. Es ist ziemlich hart, die ganze Zeit ein Mikrofon zu halten, zu tanzen und dabei noch jede Note sauber zu treffen. Madonna oder Janet Jackson behelfen sich mit sogenannten Headset-Mikrofonen, aber das würde unsere Stimmen einschränken. Die Backstreet Boys verstehen sich als Band, nicht als Retortenzüchtung. Auf der Bühne spielen die Jungs mit einer vierköpfigen Liveband. Im Teenie-Band-Zirkus ein unüblicher Risikofaktor. Mit einer Band auf der Bühne hast du einfach Freiheit. Du kannst die Songs verändern, du kannst Medleys spielen. Live mit einer Band kannst du nichts vertuschen, aber dafür kannst du das Publikum mehr erreichen. Du hast einfach viel mehr Freiheit. Einem unerbittlichen Tourplan geben sich die Backstreet Boys hin. Oft spielen sie zwei Shows pro Tag, live. Es ist für uns lebensnotwendig, auf unsere Gesundheit zu achten. Wenn wir verschwitzt von der Bühne kommen, legen wir erst einmal Handtücher um unseren Hals, wegen der Stimmbänder. Gerade wegen dem harten Tourplan müssen wir verdammt aufpassen. Wir haben einmal 4 Tage hintereinander 2 Shows pro Tag gegeben. Ich habe da meine Stimme völlig verloren. Den Elton John Song in unserem Medley konnte ich nicht singen. Ich kam einfach nicht mehr rauf.
Aber wir wollen einfach dem Publikum das geben, wofür es gekommen ist. Und das sind die Backstreet Boys live, wie sie sich ihren Arsch aufreißen. Wir machen keine halben Sachen. Love and hate. Love. I love this business. I love my family. And I love my friends. I love life. I love my family. And I love music. I love my family. I love this business. And I love gifts. Hate. Sometimes I hate this business. Sometimes I hate... Not your family. No, not my family. I hate people that aren't true to themselves. And I hate fish snacks from McDonald's. I hate racism. I hate prejudice. And I hate selfish people. I hate liars. I hate... I really don't hate that much stuff, so I just say I hate liars. Jam!